Kumpel ist umgezogen. Und gestern haben wir seine HiFi-Anlage verkabelt. Es werden immer mehr Kabel, weil PlayStation, dann ja, AV-Receiver, dann noch ein CD-Player, dann ein Schallplattenspieler, dann noch eine Receiver-Box. Ja, und dann hast du natürlich einen Kabelsalat. Mhm. Und das alles am Fernseher muss es laufen. Logisch. Ist heutzutage ja so. Ist ja gut so. Ich meine, 20.000 Kabel im Fernseher, nein. No? Na, du hast ja, wenn du so einen Schrank hofst, schon so eine vorgebohrte ein Loch in so einer Rückwand. Und das war komplett ausgefüllt. Da ist kein Platz mehr. Das war schon cool. Yep. Das kann man schon mal machen. So. Wenn man das möchte. Ja, ich mach's ja auch so. Ich meine, ich habe auch so eine Kabellage. Ich habe hier einen Receiver, eine Playsee, eine Wii. Ja, das war's. Bei mir ist es nie ganz so viel, aber die Geräte sammeln sich ja halt auch. Also. Brauchst ja nur mal hinterm Rechner gucken oder so. Das ist ja der totale Kabeltod, ist das. Ja. Das wird auch nie besser. Es sei denn, die entwickeln irgendwann kabelloses Zeugs. Ja, dieses kabellose Zeugs, was es so selten gibt schon heutzutage, ne? Kabellose Mäuse. Nee, ich meine ja, kabellose Stromübertragung zum Beispiel. Ja, vieles ja ein Stromkabel hier, ne? Das ist richtig. Dies ist richtig. Am PC, was habe ich denn da an Steckern? Also gut, das Headset könntest du dir sparen, da kann man sich ein Funk-Headset holen. Habe ich aber nie, brauche ich nie. Gut, eine externe Festplatte steckt hier dran und das Mikro, ja. Hm. So viel steckt bei mir nie dran. Na, bei mir ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Ja. Na gut, ich habe einen Laptop, nee. Ja gut, da passt jetzt endlos viel an Material dran, ne? Ja, mit einem Hub geht das schon mit wieder. Mit einem Hub schon, ja. Das stimmt. Aber ich meine ja. Ich meine ja nur. Ich jetzt, naja, ich will jetzt nicht runtergucken, weil es komisch aussehen würde. Da ist ein bisschen was. Und man gibt sich auch keine Mühe dabei, ne? Man schließt an, macht wieder irgendwas weg, schließt wieder an und ja, man versucht, immer mehr verklumpt der ganze Salat. Man versucht, die Kabel so ein bisschen zu verstecken, so, dass aber die sichtbar sind, aber dahinter, ja gut, dort ist es dann so. Ne? Dort ist es dann einfach ein Chaos. Aber das ist mir auch scheißegal. Brauche ich schon nie. Geht ja schon los bei den 5.1-Boxen, die ich habe, da liegen ja schon mal fünf Kabel dorthin. Allein schon deswegen fünf Kabel. Und die kam ja auch noch dazu, die Surround-Anlage. Deswegen ja der AV-Receiver, okay. Aber das sind auch wieder fünf Kabel, die da irgendwo rumbamseln. Rumbamseln. Aber cool. Mache ich gerne mal wieder sowas. Ich meine, es ist ja auch nicht schwer, aber man sagt halt unheimlich viel Kabel. Ja. So. Guck mal, was ich hier Gewitztes gemacht habe. Warte mal. Ich will das noch hier schnell. Übelst gewitzt. So. Das ist ja hübsch. Musst jetzt halt hier durchziehen, ne? Nö, ich wollte das nur in die Ecke machen. Weil der Berg sich so angeboten hat dort an der Stelle. Und wie machst du da hier die Tribüne? Donny, Stehplätze. Stehplätze? Ja. Das ist ja hier VIP-Bereich oder was auch immer. Ach so. Ja, der Janni hat auch übrigens sehr viele Kabel unterm Tisch. Hab ich schon registriert. Aber wenn man kein Minecraft spielt, wozu brauchst du denn die Kabel? Kannst du alle abziehen. Genau. Kannst du alle abziehen jetzt. Brauchst du nimmer. Oh, bup, 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 bup. Schnick. Und es wären auch nie weniger. Also ich habe auch schon manchmal so mit den Gedanken gespielt, mir so ein dreistöckiges Mischpult zu holen, einfach um so die ganzen Audio-Dinger ein bisschen auch on the fly leicht abmischen zu können oder sich mal muten zu können oder so. Ja. Gut, das ist ein Kabel mehr, natürlich, oder? Ist ein Kabel mehr, genau. Brauchst dann natürlich auch halt das Mikro dafür, die haben ja dann andere Anschlüsse. Ja. Diese runden Nupsi-Anschlüsse. Genau.
Ah gut, es gibt auch USB-Mischpuls. Mischpulte. Das kann sein, ja. Ja, gibt's, würde es auch geben, aber Aber wenn dann dann würde ich richtig, wahrscheinlich also. das nehmen, was der Gronkh hat, dieses Rode Procaster oder Podcaster oder sowas, Ja, aber es ist wie halt der die sich Frage, schimpft. ist jetzt echt die Frage, ob wir als so kleine Streamer, YouTuber, was auch immer, das überhaupt brauchen. Das ist es halt, ist, wenn du jetzt das Ja, hier das wäre nur ein hauptberuflich Gimmick. machst, wenn du es Wäre hauptberuflich nur ein machst, macht das Gimmick. Sinn. Aber sonst. Ich bin mit meinem Mikro zufrieden. Ich auch, ich auch. Mehr Stimme brauche ich nie. Aber man kann es halt immer geiler machen mit allen Natürlich, Sachen. man kann das überall, aber ich bin jetzt eher erstmal mir eine ordentliche Kamera zuzulegen. Das ist auch eine vernünftige Angelegenheit, aber Ja. die habe ich ja nun schon. Ja, hab ich noch nicht. Also habe ich eigentlich auch nie, weil die echt schon alt ist und naja, Aber die würde ist doch besser noch gut, gehen. oder? Ja. Wie gesagt, mehr Megapixel wären cool. Bisschen mehr Ja. Details quasi drauf. Ja, klar, ja. Und das Rauschverhalten ist nicht ganz so gut bei der. Okay, dann Also die, müsste ich wenn wahrscheinlich du bei lange der, belichtet. die ich jetzt, oder die wir uns vorhin kurz angeklotzt haben, auch nochmal schauen, weil bei mir geht es ja eher um Nachtaufnahmen. Nicht nackt, sondern Nee, aber ich Nacht. glaube, die 1200, die Reihe Ja. oder die davor. Naja, ich denke, aber die, dass sie besser geworden sind, auf jeden Fall. Ja. Mit den Jahren. Gerade halt bei langen Aufnahmen sieht man dann halt schon mal so ein paar. Ja. Und das erschwert die ganze Sache nur ein bisschen. Musst du dann mehr Bilder machen, die du dann übereinander quasi stackst, damit der Computer das Rauschen rausrechnen kann. Na, da brauchst du aber auch wieder Photoshop. Naja, das nie unbedingt. Also du kannst auch mit GIMP dann die Bildbearbeitung machen. Ja, Letztendlich okay. haben die gleichen Filter und Krams. Ja, bloß das Und finde ich dieses. halt, es GIMP ganz schön, also finde ich komplizierter. Vom Handling Für her. das Stacken und so, also das machst du sowieso. Das musst du sowieso machen bei Ja. Astro-Aufnahmen. Du machst nie bloß ein Bild, du machst, naja, 20, sagen No? wir mal. Mit 30 Sekunden Belichtungszeit oder sowas. Genau. Oder mehr. Und du musst die dann stacken, aber da gibt es Programme, da ziehst du die Bilder bloß rein und da rechnet dir das automatisch. Ja. Kostenlose Programme. Deep Space Stacker oder Reggie Stacks oder so hießen die. Veggie. Reggie, Der nee, mit R. Veggie-Stacker. Aha. Genau. Cool. Na, ja, bin mal gespannt. So, ich brauche Stufen. Sind hier. Das da. Ja, dann habe ich mir mal überlegt, nächstes Jahr irgendwann umzuziehen. Na, langsam wird es auch mal wieder Zeit. Dass man sich so sagt, ja, könnte man. Aber ich weiß es noch nie. Wie Das ist lange jetzt. wohnst du dort? Ja, seit 5 Jahren jetzt auch schon. Ah ja, naja. Ja, na. Dann kann man umziehen. Ja. Muss man auch nie, aber man kann, wenn man Nee, das will. ach, es ist irgendwie langsam so, glaube ich, an der Zeit. Wenn man einen Tapetenwechsel braucht. Denke, das ist langsam soweit. Ja, ansonsten. Eigentlich wollte ich auch mal eine Katze haben. Ja, Katzen habe ich, sind ja ganz niedlich, ne, aber Aber sind halt auch ganz schön nervig. finde ich nie. Also, das kann man auch zu Hunden theoretisch sagen. Also, das ist halt eine Ansichtssache. Also, bei Hunden ist es auch Das nie anders. stimmt. Also, die können auch nervig Naja, sein. ja. Aber Katzen haben irgendwie so das Arschloch-Gen geerbt, ich weiß nicht. Katzen sind halt Egoisten, Hunde sind. Da gibt es ein gutes Video, da machen so Vergleich zwischen das Verhalten zwischen Katzen und Hunden, wie sie sich zum Herrchen halt hingezogen fühlen. Na? Und da wird halt eine Katze mit dem Herrchen in dem Raum gesperrt, sag ich mal. Die kommt halt an, der Hund auch genauso, kommt halt an, will gestreichelt werden und so. No? Und
Dann geht das Herrchen halt raus, es kommt irgendeine andere Person rein. Der Hund, der geht dann so ein bisschen in die Ecke, wird ruhiger und die Katze geht halt zu der anderen Person, will gestreichelt werden. Ja, das kann man Und aber auch wieder nie zu jeder Katze sagen. nee, das kann schon sein, ne? Und das ging dann noch irgendwie weiter. Dann kam das Herrchen wieder, die Katze hatte ihren Streichelbedarf erstmal gegessen Na? und der Hund kam halt zum Herrchen wieder an. Aber es gibt auch Katzen, die total nur auf ihre Herrchen, sag ich mal, fixiert sind. Das ist wieder Could Kar be, could Kar be. Die sind dann halt auch schnell, gut, das weiß ich nicht, ob das bei Hunden nur so ist, so schnell eifersüchtig. Also ich hatte bei mir in Ja. der Berufsklasse war eine, die hatte einen Freund und immer wenn der Freund da war, hat die Katze überall hingepinkelt. Ja, es kann aber bei Hunden auch so werden. Also die bellen dann so. Was soll denn das? Beachte mich auch mal. So. So einen Hund kenne ich auch. Geht auch. Ja, irgendwie. Passt auf, der TV, Internetbox, PC, Telefon, zwei Konsolen, Platte, Anlage, Stromverteiler. Stromverteiler sind bei mir gerade Mangelware. Ich muss immer logistisch umorganisieren, wenn ich mal wieder irgendein Gerät mit einer Steckdose mir zulege. Er überlegt, dass ich dreimal, ob er die nimmt, das Gerät, oder es vielleicht doch nie braucht. Nee, ich müsste einfach mal mir einen neuen Achter oder Dreier oder was auch immer kaufen. Ja. Naja, aber nimm lieber eine zweite Steckdose, dass du nie alles an eine stoppst. Nee, das ist schon klar. Ist lieber noch einen zweiten guten Verteiler. So. Ist schon klar. So, da, dass man hier eh nie hochkommt, mal jetzt hier oben noch zu. Vielleicht machen wir es irgendwann wieder auf, wenn wir eine Idee haben, aber solange läuft man hier einfach durch. Genau. Können wir hier auch zumachen? Da kann man. Achso, hier ist schon zu. Gut. Ja. Kann hier irgendwas rein? Keine Ahnung. Lichttechnik. Snacks. Snacks Stimmt. oder Ein paar Snacks, Lichttechnik. das wäre eine Idee. So. Tja, wie macht man das jetzt hier oben? So fallen die ja jetzt runter, oder? So fallen die wahrscheinlich Also runter bei hier den drüben reißenden Vorstellungen, die würde wir ich auch mal haben. vorschlagen, dass du hier so eine schöne Tribüne hinzauberst. Genauso wie da Das kann drüben. ich machen. Das Und hier hier würde ich würde so dann hinpassen, genau. einfach hier so hier. Verstehst du? Und dann hier hoch noch einmal. Geht doch, oder? Mach mal. So hier meine ich. Dass du halt hier so einen Zaun hast. Da. Eine Maschendrahtzaun. So zwei, dann kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tribüne. Okay. Die kann da drüben ein bisschen breiter werden, je nachdem, was der Berg hergibt. So. Eins, Ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das passt schon so ungefähr. Na, das ist ja gut. Meine Schogomuffins sind gleich fertig. Nowhere out there. Herzlich willkommen und danke fürs Follow. Hey und danke. Janni, wenn du nie sofort Bo der Schokomuffins zu uns bringst, brauchst du hier nicht mehr aufkreuzen. Genau, dann brauchst du doch nie mit uns spielen. Ganz einfache Sache. Schokomuffins gehören zu uns. Er hat ja sogar gefragt, ob wir ihn wollen. Da war der Witz ja gar nicht mal so lustig. Schade. Was, der hat das gefragt? Nö, Ja. das habe ich nie gelesen. Der erste Satz hat mich schon so Ja, aufgeregt. genau. Da, er muss erst fragen, das muss er noch lernen. Ja, immer schön auf die Ganz anderen erschrocken, schieben. dass ich euch noch nicht followe. Ja, wir waren auch ganz erschrocken, Ja. Nowhere. Wir haben dich schon Dass du immer uns noch nicht beobachtet und followst. dachten so, na, wann klickt er? Hä? Nee, Quatsch. Ah. Boah, ist das warm hier, ey. Puh. Fängt schon wieder an, mal mir warm zu werden. Bei mir geht's echt noch, obwohl ich im 16. Stock wohne, Ja, aber ist du hast halt noch immer sehr angenehm kühl. noch weiter oben Stockwerke. Nö, habe ich nie. Ach, du wohnst ganz oben. Ja. Haha. Ha. Ach nee. Cool. Echt noch kühl eigentlich, aber Echt voll naja. cool. So, jetzt werde ich hier Bin auf dem Weg.
Alles, alles klar. Klar. Bis gleich. Also wenn es dann kurz klingelt, müssen wir kurz unterbrechen. Ja.